Hallo liebe Leute, ein kleiner Disclaimer vorweg, dieses Video ist ein Werbevideo, ja, ich kann es selber kaum glauben, heißt, ich kriege Geld dafür, dass ich dieses Video mache und das wollte ich euch nur sagen, wegen Transparenz, wegen etc. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dem Video, die haben mir auch nicht gesagt, was ich sagen soll oder so, also dass ich das gut finde oder so. Guckt einfach selber, vielleicht mögt ihr es ja, wenn ja, dann könnt ihr es bei Steam wishlisten, kommt bei 2023 raus. Es ist eine Visual Novel, heißt es, wird ein bisschen ein anderes Video, als ich sonst mache. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass der Publisher mir diese Chance gibt. Und ja, so viel zum Intro. Viel Spaß mit dem Video. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt auf diesem Kanal. Heute spielen wir Moonfire, A Seeker's Saga. Das ist eine Visual Novel, ein Indie-Spiel, ein Fantasy-Visual Novel-Indie-Spiel, wo deine Entscheidungen, die du im Spiel triffst, auch auf die Story Einfluss nehmen sollen. Ja genau, wie man so drauf ist. Und ich habe das schon angespielt, wir werden aber gleich ein neues Spiel machen. Es ist ein bisschen wie ein Pen und Paper, das heißt, man wird auch Dices rollen und sowas. Genau, die Story ist quasi, dass wir in eine Welt reingeschleudert werden, die nicht unsere ist, so scheint es mir. Also ist das so ein bisschen wie ein Isekai, so dass man halt in eine andere Welt hinein verschlagen wird und da dann in dieser Fantasy-Welt leben muss. Es gibt Furries, das kann ich schon mal verraten. Ich mag Furries, von dem her ist das Spiel schon mal bei mir ein bisschen weiter oben. Das Doofe ist, Leute, wir sind ein Mensch, das spoilere ich jetzt auch einfach mal. Finde ich richtig blöd. Da hat man schon mal die Chance, in eine Fantasy-Welt zu kommen und dann bist du einer der wenigen, beziehungsweise vielleicht sogar der einzige Mensch in dieser doofen Welt. Auf jeden Fall, wir sind in dieser neuen Welt, wir sind am Strand, sind gerade zu Bewusstsein gekommen, wie man das so kennt, aus jedem Adventure-Movie. Und wir hören Footsteps, die zu uns hingehen. Wir versuchen aufzublicken, aber wir haben keine Kraft mehr. Wir spüren, wie jemand uns auf die Seite legt und uns etwas aus unserer Tasche klaut. Und wir werden auch gleich sehen, wer das war, denn nachdem wir erstmal gefadet sind, auf gute alte Pokémon-Manier, hören wir auch schon jemanden reden. Guck mal, Schwester, erlebt! Ich kann's kaum glauben. Wie fühlst du dich? Okay, die Stimme ist ja mega nervig, aber wir werden doch sehen, warum die so nervig ist, weil uns hat dieser Typ hier gerettet. Pass auf. Ich finde den so hässlich, ich finde die beide hässlich. Ich bin nicht so der Elfen-Typ, deswegen finde ich die ein bisschen doof. Das sind auf jeden Fall Elfen. Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Die Vögel haben schon so ausgesehen, als wenn sie dich aufpicken wollten, sobald du nicht mehr atmest. Ja, aber was bist du denn jetzt? Was meinst du? Ich bin eine Person. Naja, das kann ich sehen, aber was ist eine Person? Ich bin ein Mensch. Hast du noch nie einen Menschen davor gesehen? Wo bin ich hier? Du bist in Malentia. Hast du davon noch nie gehört? Nein, habe ich nicht. Bin interessiert, dass ich will wissen, wer du bist. Du bist so sinnlos. Aber auch kein Elf. Das ist echt komisch. Ich mag übrigens mega seinen Blick, diesen Dreiermund. Er smirkt so richtig hart. Und er hat keine Arme. Das ist vielleicht noch gut zu erwähnen. Es ist noch eine Demo, das heißt, es wird noch einige Bugs hier drin geben. Aber das kann man natürlich verkraften, I guess. Ja, also ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe mein Gedächtnis verloren und dann bin ich hier in dieser komischen Welt gelandet. Aber Elfen? Ist das hier eine Fantasy-Welt oder was? Genau, und jetzt kommen hier immer so Auswahlmöglichkeiten, die man machen kann. Hier hat das, glaube ich, noch keine weitere Auswirkung, aber es steht dann dahinter, seht ihr dann wahrscheinlich auch später noch, ob man jetzt angry ist oder, keine Ahnung, joyful und so weiter. Und das hat dann wahrscheinlich Auswirkungen, wie die Story weitergeht. Auf jeden Fall, wo nehmt ihr mich denn hin? Wir halten dich nicht gefangen, falls du das dachtest. Wir nehmen dich mit nach Heavenhearth. Du kannst mich Cora nennen und das ist mein kleiner Bruder Fendur. Und da haben wir schon unsere erste Furry-Person. Die sieht noch nicht so cool aus, es kommt später noch welche, die cooler aussehen. Das ist die Garde, beziehungsweise so ein Speer von der Rechten hier. Ach, ich sag das jetzt einfach schon. Sie ist hier eine Prinzessin von der Königin und sie bewacht sie halt. Ah, endlich habe ich euch eingeholt. Alles gut, Cora? Ja, danke. Kannst du zu den anderen nach vorne gehen? Und da hüpft sie auch schon weg, wie eine gute Katze das nun mal so macht. Wir sind doch die einzige Person, falls euch das interessiert, also die einzige Menschenperson, obwohl Elfen ja auch fast Menschen sind, aber ich glaube, Elfen sind noch dafür bekannt, dass sie so ein bisschen Magie haben können, ne? Naja, aber warum habt ihr mich denn gerettet? Ich meine, Schwester ist einfach so, die rettet jeden, der so Hilfe braucht. Naja, weißt du, ich werde der nächste Sucher sein. Deswegen muss ich dem Pfad von Eswin folgen. Pfad von Eswin, das ist quasi, ich glaube, Eswin war die Sonnengöttin oder sowas, die auf die rüber runterguckt. So war, glaube ich, die Geschichte. Aber wir können auch gerne nochmal nachgucken. Wer ist denn Eswin? Genau, die Gottheit des Lichts und der Wärme. Und ich glaube hier Furor oder wie der heißt, ich vergesse mal den Namen, hat auch schon gesagt, dass das einfach die Sonne ist, die auf einen runterguckt und die Leute bewacht. Und in diesem Pfad folgen die halt und wollen dementsprechend auch Wärme und Licht in diese Welt geben und deswegen haben sie mich gerettet. Ja, und wir sind halt gerade auf dem Weg nach Heavenhearth. Aber bevor wir da ankommen,
Banditen in den Bäumen! Piu, piu! Oh nein, wir werden angegriffen! Mit Arrows! Was eine überraschende Wendung! Was können die nur hier wollen? Ich habe jetzt halt leider schon gespoilert, weil sie halt die Prinzessin ist. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, verdammt! Das muss auch richtig schlimm damals gewesen sein, ne? Du gehst da mit deiner Kutsche rum, du kannst dich ja überhaupt nicht verteidigen. Dann bist du da tagelang unterwegs, dann kommen irgendwelche Banditen und wollen dir deine Sachen klauen oder dein Leben im schlimmsten Falle. Und dann nehmen sie dir doch deine Pferde weg und alles und dann bist du da im Nirgendwo, noch 5 Tage entfernt von deiner Destination und bist dann einfach im Wald gefangen. Sie sind für mich hier, Dizzy. Für dich? Kulvens, das sind ganz böse Banditen. Ich finde auch cool, wie sie hier immer ihre Emotions ändern. Finde ich sehr cool. Also ein bisschen Liebe ist auf jeden Fall in dieses Spiel reingeflossen. Und die Musik, ne? Habt ihr mal die Musik gehört? Ich finde die auch mega cool. Am Anfang war auch schon so eine schöne Musik und die passt einfach. So genau, und jetzt haben wir hier diese Auswahlmöglichkeiten, wie wir denn antworten wollen. Wir können entweder harsch sein oder freundlich, grimmig oder auch joyful. Also so ein bisschen verspielt. Und ich sag einfach mal, wir sind joyful. We got this! Wie so ein richtig cooler Sonic-Charakter. Oh nein, pass auf! Tam, pam. Angriff, Attack, bau, bau, bau. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Waffe. Cool. Ein Glück hatten wir ein paar Wächter bei uns. Und wir sehen gerade, dass jemand niedergerungen worden ist und ein kleines Schwert auf dem Boden. Und jetzt können wir entweder dieses Schwert nehmen oder die Wachen fragen, ob sie uns helfen wollen. Aber wir haben natürlich joyful geantwortet, dass wir das gotten. Und deswegen gotten wir das auch und gehen instant rein mit unserem Sword. Damit wir Cora retten können. Dann hat sie was gut bei uns und dann werden wir stinkreich. Und dann können wir bestimmt diese Welt verlassen. Oh nein, er hat mich gehittet. Hier oben. Ich habe nur noch 3 von 5 Leben. Ich sterbe einfach. Und da haben wir die Dice Roll Mechanic. Die finde ich ganz cool. Die sagt quasi... Warte, wir können auch mal... Wo war das? Hier? Hier, meine Stats. Kann man später natürlich noch leveln. Stärke, Agilität, Magie und so weiter. Ist alles noch auf 0, weil ich halt ein richtiger Bonobo bin, der gerade erst in diese Welt gekommen ist. Aber... das würde sich darauf auswirken, wie ich jetzt diesen Würfelroll-Dingsbums hinbekommen würde. Wir können jetzt in die Bäume laufen. Das würde aber, glaube ich, schwerer sein. Beziehungsweise müsste ich dann den Würfel unter 10 rollen. Das ist ein D20. Heißt, ich hätte eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass das hinhaut. Deswegen wäre ich dafür, dass wir jetzt einfach den Banditen in die Flucht schlagen. Denn wir haben ja quasi ein tolles Schwert, mit dem wir das machen können. Und dann müssen wir auch nicht würfeln. Das ist eigentlich ganz cool. Meinen ersten Angriff hat er gedodged. Und er hat mich gehittet. Oh, ich habe nur noch ein Leben. Ich bin fast tot. Unser tödlicher Tanz ging für einige Momente. Dann versucht er noch einmal zu schwingen. Aber ein Wolf kommt und rettet uns. Und dieser Wolf ist richtig, richtig sexy. Leute, guckt euch den an. Wie cute ist er? Ich mag ihn richtig. Auch hier das Bild da unten. Da, seht ihr das? Cool, oder? Ich mag ihn richtig, sein Style ist richtig cool. Also die Furries in diesem Spiel, die haben einen geilen Style. Die Menschen finde ich eher ein bisschen hässlich, habe ich auch schon gesagt. Aber er hier, der Guard, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Sollte ich mir auch mal merken. Der ist richtig cool. Wo haben sie hingetan? Sie sind da hinten in den Bäumen. Komm mit mir, wenn du überleben willst. Aber na klar, mein süßer Guard. Ein bisschen simpig schon für den. Später kommt sogar noch ein süßerer Wolf. Bleib hinter mir. Aber bleib nah bei mir. Ich glaube, er mag mich. Wir haben einen Aquastone gefunden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist der Stein, den sie mir ganz am Anfang geklaut haben. Also der war, glaube ich, in meiner Tasche. Der Wolf lag seine Pfote um mich und signalisierte, dass er es hinbekommen würde, Cora zu retten. Er wirft sein kleines Messer und... Kling, klung, klang! Besiegt den Banditen! Oh, aber der Bandit schlägt zurück, bevor er blocken konnte. Nein, töten jetzt meinen kleinen Wolfi-Dolfi? Das wäre natürlich richtig doof. Ich benutze jetzt mal den Stone, damit ihr seht, wie diese Würfelmechanik funktioniert. DC10. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich weiß übrigens nicht, was dieser Stein macht. Und wir haben eine 15 gewürfelt. Und succeed. Okay, also anscheinend über 10. Dann kriegt man das hin. Und was passiert jetzt? Der Stein shudders und sendet ein Licht raus. Aha. Ah, quasi so eine Blendgranate, ja? Geil. Ich konnte sehen, wie der Wolf das Leid als Ablenkung benutzt hat, um den Banditen zu besiegen. Oh, danke ihr beiden. Ihr habt mich gerettet. Auch du, Dizzy. Ja, hat mir gut geholfen, Cora. Und dafür bin ich dankbar. Wer weiß, was die Königin mit uns gemacht hätte, wenn wir dich verloren hätten. Wie dem auch sei, ich muss zu meinen Männern zurück. Danke, Dizzy, dass du mich gerettet hast. Wir sollten auch zurück. Ich habe keine Angst vor meinem Schicksal. Eure Königin ist nicht meine. Ich werde niemals... Der arme Fox! Mann, wir wissen doch aus Endling, dass Füchse hier fast ausgestorben sind. Und dann bringt der Eisbär noch einen weiteren Fuchs um. Wie dumm ist es denn? Weil der sah so cool aus, dieser Fuchs. Warum ist er nur auf der falschen Seite gewesen? Wir haben zwar einen richtig coolen Wolf, aber die hat einen coolen Fuchs. Warum sind Füchse und Wölfe nicht zusammen?
Und er lag halt schon am Boden. Er hätte gar nichts mehr machen können. Man hätte ihn einfach da liegen lassen können. Klar, er hätte auch so verbluten können. Das wäre vielleicht sogar noch ein bisschen qualvoller. Von dem her war das vielleicht ein bisschen... Er hat ihm quasi die Gnade gegeben, ihn zu töten, damit er nicht leiden muss. Aber irgendwie mag ich den trotzdem nicht, diesen Eisbären. Und damit geht's weiter. Da ist die Mayu wieder. Ich weiß gar nicht, was die gemacht hat. Aber die ist auch nur Scoutin. Die hat aber nicht gesehen, dass da ein Hinterhalt war. Komischer Scout. Die mag ich übrigens auch nicht so gerne. Erstens vom Style nicht. Die sieht ein bisschen komisch aus. Weiß ich nicht. Die ist so ein bisschen nicht aufschlussreich für mich, muss ich sagen. Du, Cora, dieser eine Bandit, der da eben gestorben ist. War das wirklich nötig, ihn zu töten? Ich weiß, wie du das meinst. Aber die Kalven sind nicht sehr beliebt unter unseren Leuten. Sie sind sehr blutrünstig und folgen einer Illusion der Revanche. Sie denken, meine Familie hat ihnen das Land geklaut. Dabei stimmt das gar nicht. Die Familie der Kalvens hat über 2 Jahrhunderte regiert. Allerdings auf ein Land, das früher uns gehört hat. Und jetzt denken sie, wir hätten ihr Land wieder weggenommen. Dabei gehörte es uns eigentlich. Und obwohl ich eigentlich nichts damit zu tun habe, wollen sie meiner Mutter schaden, weil ich ihre Tochter bin. Das ist ihr Pfad der Dunkelheit. Aber ich möchte ihnen das Licht zeigen. Pfad. Was ist mein Pfad? Was ist meine Bedeutung? Warum bin ich hier? Dizzy, bist du verletzt? Ach, das bisschen Blut, das aus der Wunde läuft. Ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. Ich kann damit umgehen. I can do it by myself. Brauch deine blöde Hilfe nicht. Du bist hässlich und ich will nicht, dass du mich berührst. Von mir aus kann der graue Wolf nochmal zurückkommen. Der scheint Erfahrung zu haben. Der kann mich gerne beheilen. Aber du... No, no, bitte nicht. Die beiden mag ich nicht. Das sind so Gackerhänse. I don't know. Too nett, aber bestimmt, wenn ich nicht da bin, lässt er die hinter mir. Solche Leute sind das. Guck, sie guckt auch schon die ganze Zeit weg. Will mich gar nicht angucken. Sieht doch ein bisschen... Ich sag's lieber nicht. Egal. Mag auf jeden Fall beide nicht. So, und das hier ist die Welt. Die ist riesig groß. In der Demo kann man nur ersten und zweiten Part spielen. Ich glaube, der erste Part geht tatsächlich hier bis zur Burg. Den zweiten Part habe ich noch nicht gespielt. Aber man hat auf jeden Fall einiges zu tun. Die Demo ist übrigens auch kostenlos, wenn ihr die anspielen wollt. Bei Itch.io kann man sich die gerade runterladen. Ich überspringe jetzt natürlich relativ viel, damit es hier ein relativ gutes Video sein kann, weil ich glaube, wenn ich wirklich alles vorlesen würde, auch diese Zwischendinger, wo die Leute nicht reden, ist das vielleicht ein bisschen zu langweilig. Wir sind jetzt auf jeden Fall in so einem Zwischendorf noch drin. Ja, aber wenn ihr das selber spielen wollt und im Englischen ein bisschen mächtig seid, dann kommt man da bei der Story eigentlich gut mit. Ist auch gut geschrieben, muss ich sagen. Also ich hab's ja vorhin einmal kurz angetestet, damit ich weiß, um was es hier ungefähr geht. Und hab tatsächlich relativ lang gespielt. Also ich kenne andere Spiele, wo ich nicht so lange dranbleibe. Aber jetzt sind wir in Leyune. Und das hat mich so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Aus dem ersten Teil. Wisst ihr, wo die da in diesen Innen drinne waren? Und dann kamen die Schattenritter-Krieger-Ghoul-Dinger. Und das hat mich daran so ein bisschen erinnert. Er sieht auch cool aus. Er hat so ein bisschen die Haare wie ich. Noch ein bisschen länger. Aber er tut mir so ein bisschen zu cool. Aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag diese richtigen Furry-Leute ein bisschen mehr. Du hast all deine Erinnerungen verloren? Ganz schön sus. Ja, der mag mich erstmal nicht, aber ich mag dich. Wenn jemand anderes dich nicht mag, dann musst du ihm Liebe entgegenbringen, dann bringt er auch dir Liebe entgegen. Ja, ja. Naja, ich bin zumindest froh, dass du noch lebst, Cora. Und wir können das erstmal aufleveln. So sieht das dann aus. Wir haben 2 Statuspunkte und könnten jetzt eine von diesen 6 Dingern hier auswählen. Ich nehme mal einmal Strength, damit ich euch zeigen kann, dass man später noch so eine Truhe öffnen kann, wenn wir bis dahin kommen. Und ich weiß auch leider gar nicht, was bringt, weil das ja nicht erklärt wird. Agilität, dann sollte man, glaube ich, schneller angreifen können. Arcana klingt so ein bisschen magisch, dass man dann Magie wirken kann, finde ich sehr cool. Charisma sollte klar sein. Woke ist, glaube ich, dass man sich so ein bisschen verstecken kann. Quasi wie so ein Assassine. Und Luck ist halt Glück, dass man kritische Treffer macht. Keine Ahnung, sowas halt. Ich würde einfach mal noch... Wir sind nicht so charismatisch, ne? Wir nehmen Arcana, damit wir ein bisschen Magie wirken können. Finde ich ganz gut. Der nächste Morgen. Siehst du das? Das ist eine Träne des Weltenbaums. Er entstand aus dem Keim des Lebens. Wir haben ihn vor über 1000 Jahren eingepflanzt. In ihm ruhen die Seelen der Toten. Du hast den Stein gestern echt gut benutzt. Du hast ihn sogar so gut benutzt, dass ich wirklich überrascht bin. Das, was du vorhin gemacht hast, war eine Illusion des Lichts. Wie dem auch sei, ich könnte dir beibringen, wie du ihn wirklich benutzen kannst. Setz dich neben mich und halte ihn in das Feuer. Gerade so, als wenn du einen Schmetterling in der Hand halten würdest. Jetzt halte es nahe dem Feuer. Nah genug, dass du die Hitze in deinen Fingern spüren kannst. Erlaube die Wärme des Feuers und der Seelen, sich in deinen Fingern breit zu machen. Aswin, Gottheit von Feuer und Licht, gib uns deine Kraft und Wärme! Haha, du bist ein Naturtalent.
Und unsere Freundschaft zu Cora ist increased, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich habe gar keine Wahl gehabt. Das scheint auch irgendwie noch eine Spielmechanik zu sein, dass man hier halt Bond-Charming haben kann. Keine Ahnung, ob man dann später noch irgendwie die einen dann helfen in schweren Situationen oder halt eben nicht helfen und einen sogar in den Rücken fallen oder so. Das kann natürlich alles sein. Auf jeden Fall mag mich jetzt die Tochter der Königin. Kann nicht so schlecht sein, vor allem sind wir halt arm. Königin haben, glaube ich, Geld. Dann könnten wir zumindest ein bisschen reicher sein. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Hey, Dizzy, Major hat mir ein bisschen von dir erzählt. Ich hoffe, ich habe dich vorher nicht zu doll angeschnauzt. Ich bin wirklich sehr vorsichtig, wenn ich bei Cora bin. Sie muss um jeden Preis beschützt werden. Wie gefährlich ist es denn für Cora? Bis vor dem Angriff dachten wir, sie wäre noch sehr sicher. Aber jetzt? Dizzy, du musst wissen, vor ein paar Sonnen ist der König gestorben. Er wurde im Schlaf getötet. Und da sind wir auch endlich in Heaven Hearth. Oder auch nicht. Also Mensch, warum bist du hier? Du weißt es nicht, hä? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber wir werden sehen. Aber weißt du, ich mag dich. Denn ich und Wayne sind die einzigen Wölfe in dieser Welt. Und du bist der einzige Mensch. Weißt also, wie wir uns fühlen. Naja, was ich damit sagen will. Wenn du wirklich lernen willst, wie du kämpfen kannst und dich verteidigen kannst, dann komm nach Raven's Hollow. Ich werde dir die wahre Stärke zeigen. Nettes Angebot. Guck, er mag mich nämlich doch. Okay, dir ist halt doch nichts Schlimmes passiert. Wir haben nur eine nette Einladung bekommen auf ein Date, I guess? Ein Date mit dem grauen Wolf. Das wird noch eine Liebesgeschichte, ich sag's euch. Und damit sind wir in Heaven Hearth. Hier gibt's natürlich, das ist jetzt die riesige City hier in dieser Welt, so wie ich das mitbekommen habe. Hier gibt's jetzt natürlich noch viel, viel mehr Charaktere, die man alle kennenlernen könnte. Zum Beispiel haben wir da, ich glaube, das ist die Königin, auch wenn er ein bisschen männlich aussieht. Vielleicht ist das auch eher der Bruder? Ali. Ja, ich glaube, das ist der Bruder. Er sieht halt auch echt aus wie so ein hochnäsiger, blöder Elf, ne? Ich mochte Elfen irgendwie noch nie so richtig gerne. Und er sieht halt richtig cool aus. Ein richtig cooler Adlerboy. Fellos, aber kein Elf und auch keine Fee. Sehr interessant. Noch nie habe ich so ein Ding gesehen oder darüber gelesen. Oh, verzeih mir. Du kannst mich Kali nennen. Ich bin der Berater der Königin. Wie dem auch sei, Vater wird bald verschwinden. Wir sollten uns nochmal ausruhen. Oh, da muss ich unterbrechen. So gerne ich wollen würde, dass ihr mit in das Schloss kommt. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Besonders jetzt nicht. Der ist bestimmt auch böse. Diese Council-Leute sind immer böse. Also diese rechten Hände von den Königen und so, die wollen irgendwie den König immer selber ausschalten, damit sie dann eine bessere Position haben. So sind die auch immer drauf, oder? Immer Intrigen und was weiß ich. Aber ja, das sind quasi die neuen Charaktere, die man hier kennenlernt. Und ich würde fast sagen, jetzt wo wir in diesem Schloss sind, langt das für dieses Video. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was das für ein Spiel ist. Es ist halt eine Visual Novel, man muss sehr, sehr viel lesen. Man sollte den Englischen mächtig sein, zumindest so ein bisschen, damit man die Story versteht. Das Spiel kommt 2023 auf Steam raus. Ich habe leider keinen Preis dazu bekommen, also ich weiß nicht, wie teuer es sein wird. Aber man kann es jetzt schon wishlisten, also wenn ihr wollt und das Spiel unterstützen wollt oder auch später dann, wenn es fertig ist, spielen wollt, dann wishlistet es euch auf Steam, dann kriegt ihr da eine Benachrichtigung, sobald es raus ist. Und ja, wie gesagt, als ich das alleine gespielt habe, konnte ich wirklich gar nicht mehr aufhören. Das ist schon eine sehr gut geschriebene Story. Kann man sich geben. Ich bin gespannt, was für Intrigen hier noch so kommen werden. Jetzt in der ersten Folge ist natürlich nicht so viel passiert, außer dass halt dieser eine Angriff da war auf die Kutsche. Ansonsten war das eher Charaktervorstellung etc. Können wir ja mal schreiben, wie ihr dieses Spiel findet. Und ansonsten nochmal danke an den Hersteller, dass er mir diese Chance gegeben hat. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.